hast, dass du nicht ständig irgendwo was herziehen müsst. Einen bequemen Stuhl, ausreichend Platz, eine gute Beleuchtung ist ganz wichtig. Es gibt auch die Möglichkeit, verschiedene Lernorte zu haben, vielleicht für verschiedene Fächer. Dann vielleicht doch zu Hause, also ran an meinen Schreibtisch. Ja, das ist wirklich mein Schreibtisch. Es gibt eben diesen einen Tisch, an dem muss irgendwie alles laufen. Und deswegen ist er auch eigentlich nonstop mit irgendwelchen Dingen zugestapelt. 6 Seiten Abkürzungen aus dem Medienrecht müssen irgendwie in meinen Kopf. Lernstoff trocken wie Knäckebrot. Ich lasse mich aber auch echt leicht ablenken. In der Bib die Kaffeepause, daheim das Handy. Also, wie soll ich das alles in einer Woche lernen? Ich entschließe mich zu einem Selbstexperiment und teste 3 Lernmethoden. Nummer 1. Ich packe mir den Stoff auf die Ohren. Zuerst spreche ich mir die Begriffe einfach laut auf mein Handy. Dann ist das Ding wenigstens mal zu was Nütze. EMRK, Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten. Jetzt kann ich meinen Lernstoff immer mitnehmen. Und das wird jetzt mein Soundtrack für die nächste Woche. Also man muss sozusagen den Inhalt, den Sinn muss man schon verstehen. Einfach nur was anzuhören und nebenbei was anderes zu tun. Das Gehirn kann eigentlich nicht 2 Dinge gleichzeitig machen. Ja, es kann Dinge wahrnehmen, es springt dann teilweise in Gedanken, aber man muss schon dabei sein, konzentriert, damit das Gehirn das auch wirklich verarbeiten kann und einordnen kann, damit man es nachher wieder findet. Ich höre meine Abkürzungen immer und überall. Und eigentlich soll ich auch immer mitsprechen. Weil wenn man mehrere Sinne nutzt, kann es sich besser verankern, hat der Coach gesagt. Die Leute in der U-Bahn denken wahrscheinlich, ich bin verrückt. Lernexperiment Nummer 2. Karteikarten. Gut, es ist nicht der heißeste Scheiß, aber brennt sich in mein Hirn ein. Ja, ist schon aufwendig, aber ich habe das Gefühl, dass ich es mir irgendwie besser merken kann, wenn ich es handschriftlich mache. Karteikarten basieren eigentlich auf Wiederholung. Und zwar eine positive Wiederholung. Also nehmen wir mal das Beispiel, man lernt eine Sprache, man lernt Vokabeln. Man lernt die Vokabeln, man kann die Vokabel beim ersten Mal, dann kommt sie ins nächste Fach. Beim nächsten Mal kann man sie wieder, kommt sie wieder ins nächste Fach. Und wenn man es 5-mal kann, kann man sie rausnehmen, weil dann ist im Langzeitgedächtnis gespeichert. Für den dritten Teil meiner Abkürzungen versuche ich noch eine andere Methode, den Post-it-Terror. Der Trick? So gönne ich meinem Gedächtnis praktisch keine Pause mehr und lerne nebenbei. Aber ist dann die Pause noch eine Pause? Es gibt so eine grundsätzliche Formel bei Schülern, bei jungen Studenten, eigentlich Alter mal 2 in Minuten. Das ist die Zeit, die man sich wirklich gut konzentrieren kann. Dann spätestens sollte man eine Pause machen, mindestens 5, wenn nicht sogar Minuten, wenn nicht sogar eine Viertelstunde. Und in der Pause auf jeden Fall Dinge machen, die dem Gehirn wieder Energie geben und nicht nehmen. Also nicht sofort ans Handy springen, nicht am Computer was machen, nicht schwierige Dinge lesen, sondern wirklich ein bisschen Bewegung ist gut, frische Luft, was trinken, alles was entspannt. Eine Woche später ist es dann soweit. Der Tag der Wahrheit. Olli macht mit mir eine Testprüfung und ich sehe, welche.